Ja, wir sollten ein vernünftiges Setup auch starten, wenn wir zu viert da rocken wollen. Stefan, was hast du in dem Shadowhawk? Ich bin Nahkampf. Was Ich hast du da brauche. drin? Habt ihr gesehen, dass es für Naken und Tekken mehr gibt als für Kills und so weiter? Ja, deswegen laufen die ja alle so rum wie Ja, Blöden ist ja klar. Text und. Deswegen sollte man das ja auch machen. Nicht? Ja, ich brauche bloß noch 500.000, dann muss ich erstmal den Victor umbauen und leveln. Stefan. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt irgendeinen LRM-Mech habe. Also ich würde einen LRM-Mech nehmen und bräuchte dann Support. Oder irgendwas, was taggen kann. Nimm was, was ticken kann und was schnell ist. Oder ECM wäre natürlich auch nicht verkehrt für uns. Irgendwas, was ticken kann und was schnell ist und ECM hat. Hast du verstanden? Los! Ich habe einen Jenner, wenn ich jetzt hier. Ich nehme meinen ECM? Battlemaster LMV. Vielleicht Ne, tagt er auch ECM hat gar er nicht. nicht. Aber wir könnten ja hier die SRM rausnehmen und haben ja nicht irgendwo so eine hässliche Nark rumliegen. Max, was hast denn du in dem Shadowhawk? Eine Gauss und eine Pep. Er will nicht in dem Sinne unterstützen. Ja, das heißt. Das heißt, ich muss dich unterstützen, Slime. Ja, wir können auch irgendwann tauschen, wenn du willst. Ich kann auch eine Zikada fahren. Du musst nicht sagen. Alles Wenn ich Geld umlegen muss. Fahr Ich nie mal das, was Pilze. du leveln musst. Das ist bei dir wichtiger, dass du dann Ah, irgendwann dann auch. fahre ich die Zikada. Ist ja recht. Gut, dann baue ich die noch schnell um. Die muss ich noch fertig leveln, dass ich meinen Master krieg. So, Moment. Wir sind live. Hallo! Ist noch keiner da. Oh Mann. Aber du kannst ja, weil irgendwann guckst du das ja irgendwann mal an, auch im Nachhinein. Du kannst trotzdem Hallo Sein sagen. Du oder kannst nicht trotzdem sein, Hallo sagen. das ist Limes Frage. So, ins Cockpit kommt wieder irgendein Warhorn. Jeder Ich weiß, wo habe du jetzt einen Nark steckst. mit. Was sagst du? Gesagt, ich habe einen Nark mit. Geil. Und die Ja, deutsche dann Flagge packe nimmst ich mir einen Tag mit ein. Nee, mach ich nicht. Ihr seid ziemlich schnell, das heißt, wenn wir LM-Boote auch Probleme kriegen, kommt ihr auch mal zurückgeflitzt. Ja. Das ist geil. Ja, dann packe ich mir aber doch eine andere Waffe ein. Als meine MGs. So. Das Modul reinknallen, so. Twitch reagiert so langsam, wenn man da das Topic ändert. Ich kotze das an. Das wird mit Amazon bestimmt besser. Hoffe. Was hast du alles da drinne, Tari? Nicht du, Frau. Soll ich eine Beagle Active Prop mitnehmen? Bringt die uns was? Nee, nicht wirklich. Nee. Nee. Ich habe eine AC-20, 3 SM4 und zwei Medlaser. Also du bist mein persönlicher Bodyguard. Und eine ECM. Ja, du bist mein persönlicher Bodyguard. Sag ich doch. Hallo. Hallo. Ja, jetzt kommst Ja, du angelatscht. hallo! Ja. Wir Sagt können mal, dich nicht wovon? mitnehmen. Ja, schon, okay. Ich wollte dich nur sprechen, Mirko, und mal eine nette Stimme hören. Na, Deswegen das habe ist ich klar. gedacht, Brauchst du komm nur mal meinen bei euch Twitch-Kanal vorbei. anmachen, dann hörst du mich und siehst mich sogar. Okay, toll. Wie Ich habe toll. gedacht, du willst mich vielleicht auch hören. Ja, selbstverständlich. Da einmal am Tag deine Stimme brauche ich, um schlafen zu gehen zu können. Gut. Sagt mal bei diesem Lanzen-Challenge.
Ja. Wie viele Punkte gibt's denn da? Du meinst, was man da gewinnen kann? Ein für einen Kill, zwei für einen Assist, vier für einen Sieg, so ungefähr. Die meisten Punkte gibt es tatsächlich. Knappe 1000 Punkte gehen 960 oder so für das dritte Ziel. Okay. Die meisten Punkte gibt es für Taggen, Naken und so weiter. Weiß ja dann, was das bedeutet. Da bist du relativ viel davon. Man kriegt Punkte, gleich, ne? Man kriegt gleich die der ganzen Lanze oder man kriegt immer nur seine eigenen? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten, aber du musst vier sein, nicht mehr, nicht weniger. Und es ist egal, wenn du das mixt. Also heute steht es mit den vier, morgen mit denen. Das macht. Deswegen. Okay. Mal sehen. Es gibt ja so einen Fortschrittsbalken, kann man ja mal gucken. Also ich tippe drauf, dass es einzeln zählt, weil es kann ja nicht zählen, wenn irgendwer für dich nagt, dann wäre es ja unfair. Der nagt, kriegt Punkte, ich schieße LMs, krieg Punkte und so weiter. Oh je. So, Mac ist noch am Basteln. Ja, ich hab's gleich. Mac oder Max, ich werde irre mit dir. Oder MTMM. Ihr könnt auch einfach Max sagen, dann hat sich die Sache erledigt. Nein, Max. Du erinnerst mich sehr Max. An Maschinenkopf. Maschinen? Nee, Machead. Na, Machead ist doch Maschinenkopf. Seit wann? Ein positronisches Gehirn. Ja. Macht weiter so. Dann schmoren dir die Schuldkreise durch, oder wie? Auf jeden Fall, unbedingt. Die brauchen den. Mein zweiter Vorname ist eigentlich Data, aber ich wollte es keinem verraten. Okay. Hauptsache, du hast kein Gefühlschip. Ich sehe. Okay, der war aufgelegt, das passt schon. Dein Name erinnert mich immer sehr an das hier. Aber der Terminator wäre jetzt auch gegangen, ne? Noch ein NATO? Nee. Manche Sachen gehen niemals kaputt. Ich habe hier das Lineal aus meiner Schulzeit in der Grundschule. Immer noch 1A. Klasse. Hammer. Ich erinnere mich auch genau daran, dass ich in diesem großen Oval meine Hand durchgekriegt habe damals. Heißt das, du hast dein Lineal nirgendwo einmal richtig übers Knie geklatscht, oder wie? Das Ding hat schon alles mitgemacht. Ist das unzerstörbar? Ich glaube, das ist aus Holz oder was? Es muss aus beweglichen Adamantium sein. Geschliffen, natürlich. Selbst die Schrift ist immer noch tipptopp. Das die Ding ist Fleisch wie aus wie durch Butter. Jemand von euch einen Top ohne Witz, das Ding ist Kanal 23. Das Ding ist 33 Jahre alt. Nee, Tari kenne ich nicht. Schade. Gibt's die Würmer noch? Herr des Zeichnen ja für logische Blöcke 15019. Max, wie weit bist denn du? Moment. Fertig. So, bitte schon. Unable to launch into game due to critical loadout error. Das ist wieder verkackt. Nee, du das ist kaputt gemacht. Ja, man kann jetzt irgendwie überladen. Ja, das ist echt zum Kotzen. Wie bitte? Man kann jetzt überladen? Ja, man kann, du kannst aus einem 100-Tonner 120-Tonner machen. Aber das sieht man doch unten rechts. Nein, nicht. Da steht nicht 120 Tonnen anstatt 100. Da steht bei mir jetzt 40 Tonnen, aber anscheinend habe ich irgendwo wahrscheinlich zu viel Panzerung drauf oder weiß der Teufel was. Damals gab es ja mal einen Patch, da musste ich meinen Banshee ein, zwei Munitionsblöcke rausklatschen, weil er plötzlich
den fehlenden Handakkutator. Aktuator. Ja, sag ich doch. Und nachgerüstet gekriegt hat. Ja, die sind in dem Spiel auch so nützlich. Vor allem beim LRM-Boot. Ja, das ist das Gelenk, was die Klappe auf und zu macht. Dadurch hatte ich nicht mal 2300 Raketen, sondern nur noch 2000 paar zerquetschte. Das kotzt wie bis heute. Ich hätte es echt geil gefunden, wenn sie diese Klappenmechanik verwendet hätten, um beim Shadowhawk die Autokanone vorzuklappen. Und das, ja gut, was verlangst du, Alter? Ach so. Ich hätte cool gefunden, wenn man so mit per Klappen so Ballast abwerfen kann, damit man schneller rennt. Weißt du, die McMoy-Toilette oder so. Was geil wäre, wenn man auf Crimson Strait die Pfeiler von dem Plateau zerstören könnte, wenn die oben draufstehen. Boah, Hammer. Ja, falsche Engine. Bang, bang, bang. Oder in River City den Staudamm zerstören. Ich habe ja PGI schon gefragt, warum Cry? Weil sie günstig war. Die Cry-Engine war halt günstig. Die Frostbite-Engine hätte hier so viel mehr rausholen können. Man muss aber sagen, wenn man sich andere Spiele anschaut, wie die mit der Cry-Engine arbeiten, dann ist das echt ein bisschen armselig. Ja, aber ich kenne kein Cry-Engine-Game, wo man alles kaputt machen kann. Ja, muss ja nicht alles kaputt machen können. Ja, alles geht bei Battlefield 4 auch nicht also kaputt. Also ein paar strategische Sachen. Weißt du, Game-Mode oder so. Die einen müssen verhindern, dass der Staudamm bricht und die anderen, die müssen kaputt machen. Bei Battlefield 4 ist es genauso. Manche Sachen gehen kaputt, manche sogar richtig fett und riesig und dieses Level Schade, Lush. Dass ich die Zeit verpasst habe, wo die Autos noch durch die Gegend geflogen sind. Das muss ja cool gewesen sein. Wieso halt haben sie das eigentlich rausgenommen? War schon vor meiner Zeit. Das normalerweise sollte man mit einem Mech mit funktionierenden Armaktuatoren und Händen an Auto greifen und einem anderen Mech an den Kopf schmeißen können. Ja, haben sie gesagt, Nahkampf gibt's nicht, ist nicht. Haben sie geschrieben und ausgeschlossen. Sehr schade, weil es eigentlich Mechs gibt, die extra darauf ausgelegt waren. Ja, es gab meines Wissens, ich bin ja lore-technisch totaler Kacklo, auch ja Mechs mit Äxten und so, ne? Ja, genau. Patchen. Meine Liste an Leuten, die offline sind, ist ja gigantisch. Ja, heute war Patchen. Jetzt mach doch nicht deine Probleme zu unseren Problemen. Hey, es geht los. Ja, war nur Spaß sagen, ne? Weißt du, möchtest unbedingt beschimpft werden von mir. Ja, ja komm, live. Komm, mach, dann hat er Ruhe. Also, nein, wir haben dann Ruhe. Lieblingskarte. Wenn du ihn beschimpfst und fertig machst, dann ist er den Rest des Abends zahm. Mixer, Hook, Oktober. Okay. Komisch, überall nur Viererteams. Gar nicht, ne? Null! Die sind zu dritt, die sind alleine. Scheißen alle drauf. Zack. Sensors online. Ja. Rotwein? Online. Rotwein? Oder Weißwein? Gar nicht. So, Leute. Ach, jetzt habe ich gar keine Module mit. Naja, muss so gehen. Einmal mit Profis arbeiten. Das ist echt wie beim Fotoshooting. Oh, ich hab mich gar nicht geschminkt. Der Vergleich. Stefan, bist du der Jänner da vorne? Ja. Lauf schon mal wieder mit. Was ist denn das für ein Tech-Diller? Blinzeln. Ihr wollt runtergehen, Gott sei Dank kommen die Punkte rüber. Oh, ich krieg schon Fettraketen. Da sind sie wohl. Ja, weißt du, im ICM bleiben, ha? Oh, nee, das ist ein... Target, ich hab den einen Mech genau. Jo, kommt. Treff ich den? Kannst du erstmal mal gucken? Zweiten Mech genaut. Der eine ist raus. New Target acquired. Artillery Strike online. Boah, das leckt bei mir ohne Ende das Spiel gerade.
an beim Iron Man, ne? Iron Man. Ja, ja. New target acquired. Oh, bei mir laufen alle auf der Stelle, das klingt nicht gut. Jetzt wieder ein Kentaur da drauf. Das klingt nach Discord. Hallo, Ninja-Invite. Moment. Target destroyed. Jawoll. Boah, Alter, was hab ich denn hier für ein Ping? Was hast du denn für ein Ping? Ich weiß nicht, bei mir flippt alles durch die Gegend. Naja, weniger so macht die Config Spaß. Stefan, hast du was? Gleich. Moment, ich muss mich positionieren. Target destroyed. Scheiße. Das läuft aber gerade ganz gut hier. Doch, abwarten. Wir haben erst drei. Naja, ich habe noch 1600 Raketen. Komm, wartet ab. Die wollen. Siehst du schon? Echo und. Ja, ich muss ein bisschen aufholen, sonst latschen sie gleich Echo, in den Rücken. Echo. Jetzt, Mann. Acquired. Ja, der rennt hinter das Gebäude, das ist doch Quatsch. Nein, die kleben uns gleich am Arsch. Ja, wir müssen zurück, aber unsere Pucks sind doch da. Die sind außerdem unzerstörbar und haben Carbon. Oh, da kommen zwei Madcats benutzt. Der Atlas, der hat noch. Atlas Nagel, Affirmative, kommt, kriegt die Drecksau. Ja, ich komm mit, warte. Bin auf Golf. Golf ist gut. Incoming Missile. Wie auf L? Ja, ich komme mit. Jetzt krieg ich selber Missiles. Auch doof, aber soll's. Oh, ich bin ja doch nicht unzerstörbar. Komisch. Er ist abgeschossen. Sehr gut. L ist weg. Was haben wir noch bei C2? Echo? Guck. Ah, da ist noch was. Ja, hallo. Echo, Dora. Bist du auf Emil? Jawohl, kommt. Warhawk ist da. Echo, wie man den Warhawk fressen. Wir könnten hier mal. Die dreckige Timber kriegt voll ins in die Fresse. Patrick, was haltet ihr denn davon? Hm? Was machen? Wollen wir die 1? Hallo Hagen übrigens. Ja. Hallo. Schätzelein, wie geht's dir? Hervorragend. Und selber? Auch gut. Ich habe hier einen fähigen Nager. Nager? Nager. Lass uns gleich mal quatschen. Ich geh mal eben runter, dann können wir noch eine dritte Lanze aufmachen. Ja, mach mal. Drum macht das ein bisschen. Kader macht so Spaß gerade. Dora? Dora, bin ich drauf. Target destroyed. Scheiße, nicht meiner. Ida. Nee, J. Target acquired. Was heißt denn? Dann sagt er Josef. Ja, J. Nova. Entschuldigung. New target acquired. Mann, habe ich nicht nur Yi gesagt. Oh, ich glaube, wir müssen nach D3. Jetzt müssen wir den auch um die Ecke killen, ey. New target acquired. Um die Ecke killen. Ich habe einen Boomerang, damit geht das. Das ist so ein kleiner. Scheiße, ey, war ich noch unter Position. Das treffe ich nicht mehr. Echt wahr? Die Nova kommt doch gerade hier raus, oder? Target destroyed. Wieder nicht meiner. Ah! New target acquired. Wieder. Aufschalten. Der Bench. Ja. Ist auch genannt. Geht alles ins Gebäude. Scheiße. Den sehe ich nicht mehr lebendig. Och, jetzt hat er mich noch mehr gerußt. Der Segel. Target destroyed. Danke, Stefan. Das war schön gemacht. Und gut, du kriegst bestimmt auch Fettpunkte dafür. Das haben wir jetzt richtig schön gerockt hier. Das war echt Spaß. Ich glaube, Stefan hat mehr Punkte wie ich gemacht, aber das ist ja auch der Sinn. Deutlich über 1000 XP, das macht Spaß. Dafür hab ich mehr Kills. Ich hab nur 2. Ja, du hast mehr Kills, weil du abgestaubt hast. Ich hab Kills, weil ich dafür auch was getan habe. Abgestaubt, weißt du, ich bin frontal auf die zugelaufen, so schaut's aus. So blöd. Genau, ich habe Popcorn gespielt in der Mikrowelle. Rumgestanden, hey, und dann explodiert. Was ist denn das? Wieso geht denn? Bei mir geht nach wie vor die MBO-Seite nicht richtig. Ja, bei mir auch nicht.
Das dauert eh 15 Minuten, bis das aktualisiert ist. Also bleib ruhig. Ich habe auch keinen Patchnote lesen können. Das war irgendwie... Die Seite ist extrem langsam. Ey, wenn ich den jetzt noch leveln müsste, wären jetzt 3848 ab. Puh, ganz gut, aber nicht. Mensch, habe ich ja mit Abstand am meisten gerockt, oder? 9200 Punkten. Bist du des Wahnsinns? 5% im Angel. Und ich brauche die Mech-Bay. Habe ich den Abstand am meisten gerockt? Ich bin halt der Größte. Tut mir leid. Du bist der Größte, weil wir dir geholfen haben. Ganz genau. Ohne Stefan hätte ich da keinen Blumentopf gewonnen. Damit werde ich Ihnen ewig dankbar sein und einen Ehrenplatz auf meiner Terrasse reservieren. Meine Katze tut die ganze Zeit so, als würde sie mir irgendwelche Mäuse ins Haus schleppen. Das mag ich gar nicht. Wie sie tut so. Du solltest dich doch darüber freuen, dass sie an dich denkt. Ist schon mal aufgefallen? Also... Wenn Leute keine Kinder haben, dann reden sie alle über ihre Katzen. Ja, mein Kind schläft einfach schon. Ach so. Und der Hund liegt nebendran. Und wer ist öfter am Kratzbaum? Er. Boah, das sind Freigänger, unsere Katzen, die haben keinen Kratzbaum. Ich meinte dein Kind. Meine Erfahrung ist, die machen alles nach, was sie Komm, auch, Start Tiere hier. Auch machen. Jawohl. Na, Commander 8-Paul. Sir, ja, Sir. Yes, ma'am. Also, wieso ist eben gelaufen? Es war exzellent, ey. Super Aufschaltung. Ich hätte noch mehr machen können, aber ich war ja schon vorbei, das Game. Ach, ich Idiot, hab wieder keine Module mitgenommen. Ich könnte mich schon dermaßen. Ah. Schon wieder ungeschminkt ins Mensch. Komm, mach noch ein bisschen weiter. Das Rumpelstilzchen, das mag ich ganz gerne. Das ist ja jetzt absolut perfekt. Oh Gott, geil. Ich habe schon 33 Punkte auf meinem Konto. Cool, ne? Mit dem ersten Match jetzt 33 Punkte. Und du hast doch gar nicht groß rumgeballert. Ich hab ja. Nee, ich war ja nicht mein erster. Und das ist aber ganz schön. Mein drittes oder so. Ich hab einen neuen. Als Vierer? Achso, als Vierer, ja. Hast du schon auch da getroppt. So, was spielen wir? Alpine Peaks. Nee. Ja, ein bisschen wärmer, aber sonst ist es richtig. Achso, nee, was ist das? Caustic Armor, klasse. Ist ein bisschen wärmer, aber sonst ist es richtig, sag ich. Wie war das bei MechVarrior 2, wo Betty noch die Temperatur und Daten so angesagt hat von dem Planeten? Oh, es ist so lange her. Ich hab die Spiele alle gespielt. Temperature. Reactor online. Das kann sein. Ich hab die Spiele alle gespielt, aber das ist gelöscht. Nicht Betty, oder? Online. Klar, schon immer. Kann das sein, dass die einen neuen Joystick reingebaut haben hier in die Cockpit? Los, komm, Max, wir suchen uns Ziele. Du musst mir ECM-Schutz geben und ich. Noch ich hab keine ECM dabei, mein Guter. Echt nicht? Nee. Du fährst doch eine 3M. Nee, ich fahr eine 3C. Ah, oh, schade. Ja, leider. Aber ja, ich soll den Mech fahren, den ich leveln muss. Ja, ja, ich kann nicht so viel laufen. Wohin? Warte mal. Mach du meine Grafik. Ja, die C4-Küste, da könnte. Oder, wenn das nicht klappt, an die Pucks halten, weil wir sind nur 4. Ja, Pucks sind gerade alle bei C4. Ja, dann mal ab unter das ECM. Schöner dicker Atlas mit ECM, mit dem gehe ich mit. Stefan, aber nichts riskieren, ne? Wenn es geht, dann schaffen wir. Wir haben da hinten eine UAV oben, kann das sein? Ja. Stefan, hau ab da. Hau ab. Bin ich genockt? Nein, bist du nicht, hau ab. Ach, da ist eine UAV oben. Richtig. Jetzt ist sie weg. Manchmal. So, wie sieht's aus mit Bertha? Kann man den an? Ne, ist gleich weg. Ich hol den Tipperwolf, ich hol ihn ran. Wie gesagt, nur nagen, wenn es wirklich geht, ohne dass du drauf gehst. Charlie, Vorsicht. New target acquired. Und Dora. Okay, awesome. Hat Snork, der Timbo. New target acquired. Die haben zu viel RCM, die Otzen. Gesundheit. Wir sehen das gar nicht. Au. Oh, was hat mir da mein Arm weggeschossen?
Da ganz hinten ist irgendwas Kleines gezogen, das ist ein Gleichschlüssel. In Prime, so ein Scheiß. New Target acquired. Die müssen weiter weg von ihrer Dreckstruppe, dann kannst du nah. Die haben massiv ECM dabei. Artillery Strike online. Ja, wundert mich jetzt nicht so. Ja, ne, will ich auch nicht. Aber dagegen habe ich was. Ich gehe mal kurz vor. Das ist ein Kadea. Okay, Tari macht jetzt hier einen Rambo. C ist immer noch drin, ey. Ich muss weiter schießen. Artillery Strike online. Jetzt sieht leider nicht alles. New Target. Jetzt hat irgendjemand von uns meine UAV abgeschossen. Bist du sicher? Stimmt nicht, nee, war die Gegner nicht. Atlas ist genagt von dir, Stefan. Bin dabei. Ich bin nicht mehr da. Ist gerade von meinen Füßen geputzt. War auch nicht besonders gut für mich, das Spiel. Der ist trotzdem ist wieder verschwunden. Ist ja echt krass. Jetzt da rein. Dachi! Oh nein, Dachi ist irre. Kilo? Ja, kommt. Kam, aber jetzt wieder raus. Ja, weil ich tot bin. Die Aufschaltung für eine Sekunde, ein Atlaswert? Ich glaube nicht. Die Hoffnung war, dass die Pucks mitgehen, aber es war nicht so. Ja, das kannst du auch vergessen, Mensch. Was denn? Die waren doch schon knapp dran. Da oben die Hälfte von den Pucks hier kriegt doch nicht mal einen Hauptschulabschluss. Wenn sie jetzt stehen, werden sie einfach sterben. Ja, dann sterben wir halt. Stefan lebt ja noch, vielleicht kann er irgendwas. New Target. Hab ich. Acquired. Kommt. Bin gleich durch. Komm schon, die! New Target acquired. Ich hab wirklich alles Mögliche genaut. Ja, ich hab's gesehen. Aber selbst die Nags verschwinden bei zu heftigen. Scheiße. Bei zu heftigen Scheiße. Hallo. Ja, nee, ich bin nur der Eisverkäufer. Ich hab nichts gemacht. Ey, ich muss weg. Oh, da geht's nicht lang. Ja. Ich hab euch nichts getan. Oh, fuck. Leck mir am Arsch. Wie ich schon sagte, wenn die da oben stehen bleibt, dann können wir sterben. Nee, aber deine Idee war zwar heroisch, aber blöd. Ja, weißt du, heldenhaft. So schaut's aus. Ich hab doch gesagt, heroisch, aber bekloppt. Der bringt sich schon für andere Leute in Gefahr. Aber ich glaube, Stefan und ich müssen uns kurz abreagieren auf meiner Terrasse. Richtig? Ja. Right torso destroyed. Right arm crippled damage. Hast du noch so ein DDC mit LMs oder so? Dann bin ich so ein bisschen sicher, dass du bei mir bleibst. DDC mit LMs. Gibt's auch, ja. Kannst du dir mal was überlegen, während ich rauchen gehe? Weil das wäre dann die Creme de la Creme. Was? Du behältst, das war nicht gut. Und du behältst dein halbes
Naja, dann ein Viertel deines Nahkampf-Setups und packst dafür LMs in deinen. Sag mal. Glaubst du nicht, dass ich für dich einen DDC umbaue? Das kostet, hast du aber schon alle Waffen rumliegen, oder? Im Normalfall sollte das nichts kosten. Wenn das was kostet, verlange ich das natürlich nicht von dir. Es gibt ein Trial Atlas 7, der hat LM15 mit Atmos und Gauss drin. Hat er auch ECM? Das ist ein RS. Ja. Dann brauchst du halt dich und ich wäre halt nur cool gewesen. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Bin wieder da und mach ready. Ich habe vom zweiten Tier schon 10% und vom ersten knappe 30. Ich hab 34% vom ersten Tier. Slime? Und ein Zwanzigstel vom letzten Tier. Das wird nie was. Ich 18. Komischerweise habe ich jetzt beim zweiten Spiel, das wir gerade haushoch verloren haben, mehr Punkte bekommen als beim ersten, obwohl ich eine 15 Damage gemacht habe. Wie geht das? Mitleid? Mitleid Crisis? Nee. Hast du die Punkte fürs letzte Spiel jetzt wirklich gezählt? Oder war das noch das vorletzte? Slime? Der ist, glaube ich, AFK. Seinen Nikotinpegel wieder einstellen. Ah ja. So was sollte gelegentlich getan werden. Quatsch. Nikotin braucht. Was zum Trinken müssen wir? Eine Toilette. Und vielleicht noch einen Computer. Das wäre auch nicht schlecht. Irgendwas Warmes und nicht einregnet. Ihr könnt schon mal droppen dann. Ich gehe schon mal hier. Ja, okay. Dingsen, was trinken. So, Ray. Hallo? Tachi? Mhm. Mir ging es nur darum, als
Du hast mich da auf eine super Idee gebracht, weißt du? Ja, bin halt Ideenbreaker. DDC mit LRMs. Hast du ja gleich auch einen Battlemaster geworden. Ja, du hast doch schon einen DDC. Nee. Doch, du hast gesagt, wir tun tauschen. Okay, dann schießen wir halt beide, egal. Aber wenn Stefan du sich da... Du willst doch dann in, als DDC fahren. Das hab ich nicht gesagt. Naja, das impliziert das Wort tauschen. Soll ich jetzt mal rumbauen oder was? Nee, ich fahr weiter weil, den Jenner erst. Ja, weil Stefan reißt sich den Arsch auf, aber wenn du jetzt auch eine Lärmboot hast, dann verdoppelt sich unsere Chance. Weißt du? Sterben, ja. Bullshit. Ja. Soll ich einen anderen Mech fahren? Nee, alles gut. Wir probieren das jetzt mal so. Weißt du? Wer nicht gewagt, der nicht gewinnt, ne? Ja, genau. Ich folge einfach. Wer nicht gewachst, der nicht... Wer nicht wachst, dem tut der muss die appellieren. Haut auch danach nicht weh. Ja. Warum Nonnen ohne Sattel Fahrrad fahren, weiß jeder. Mhm. Den habe ich schon gebracht, den Witz kann ich nicht mehr bringen. Also bring's mal auf den Punkt. Ja, wo ist die Pointe? Nee, ich habe ein paar Witze erzählt, aber die kennst schon die Hälfte, aber du noch nicht. Was ist die Lieblingssüßigkeit von Hitler? Keine Ahnung. Nazipan. Was? Nazipan. Ist das schlecht. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Nee. Nee, auch nicht. Zum Holznasenohrenarzt. Ein Dreck. Das sind ja... Das ist super witzig, ich weiß. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Ah, das kann ich kann's droppen. Wachsmalstift. Ja, genau. Ja. Ein Dreck. Ja, den kannte ich. Ja. Noch so ein paar Fragen. Ja, so beschissene, ja. Was sagt ein Hollywood-Schauspieler, wenn er morgen frei hat? Was? Was sagt ein Hollywood-Schauspieler, wenn er morgen frei hat? Keine Ahnung. Morgen free, man. Ja, komm, ey. Die sind scheiße, aber auch irgendwo ganz gut. Ja, spielen zwei Scheißhaufen auf dem Hochhausdach Fußball, kommt ein Dünnschiss vorbei und fragt, kann ich mitspielen? Sagen die anderen zwei, nee, ist nur was für harte Jungs, ne? Ist die gleiche Liga. Ich hab so einen Luftzug gespürt. Irgendwas ist gerade an mir vorbeigesaust. Ein Geist wahrscheinlich. Ja, so ein Witz erzählt mir meinen. Nach unten. Welches Tier hat vier Beine und einen Arm? Hm? Will ich das wissen? Nee, eigentlich nicht. Ein Rottweiler auf dem Kinderspielplatz. nach dem Motto. Herr Nachbar, Ihr Hund hat schon wieder meine Kinder gebissen. Ja, das machen sie gern. Ja. Plus ist ausgelutschten Witze. Hey, ich kenne nicht. Slime bestimmt auch schon, was der Unterschied ist zwischen einer Nutte und einer Pizza. Nee. Pizza gibt's auch ohne Pilze. Das ist geil. Den verstehe ich nicht. Ja, Tari. Da warst du noch nie in diesen Etablissements. Erst musst du erstmal den Pflaumen wegpulen. Nein. Was? Versteh den nicht, erklär den mir doch jemand. Tari, das erklären wir dir gleich. Keiner redet mit mir. Online. Sensors online. Na, endlich mal ein Ping von 70. Frage ist, wie lange noch?
70? Nee, Fips von 70. Fips. So, Frames. Dankeschön. Wo sind wir denn? Ja. Und wenn ich in die Kurve gehe, sind nach oben. 27. Ja, die LM wurde auf jeden Fall. Mein Provider hat, glaube ich, festgestellt, die sind mit ihren Servern ans andere Ende der Welt gezogen. Also ich bin zufrieden, es ist geringer als vorher. Deiner ist doch auch nicht so schlecht. Was? Klingt gut, bei 180? Was? Du hast ja gerade einen Ping von 138, ich glaube doch keinen Scheiß. Ja, jetzt schon. Also ich habe im Durchschnitt 60. Ein Ping? Ah, nee. Machen wir ihn platt? Frames. 60 Frames hätte ich auch gerne. Ich habe im Durchschnitt eigentlich, je nachdem was ich einstelle, 50 bis 60, aber wenn ich streame, geht das mal 40 bis sonst was runter. Bin gerade bei, gerade bei 40. Dann raufrennen oder wieder runterrennen? Rennt ihr rauf, denn da können eure LRMs überall hinfeuern. Die kommen aus H8, H9. Wie gewohnt. Sind die schon da? Wie weit sind die denn schon? Weit eineinhalb. Weil unsere Pucks sind ja unten. Alpha eineinhalb. Wenn wir jetzt alleine hochrennen, bringt das auch nichts. Ich brauche mal eine Info, wie weit die schon sind. Die sind jetzt in G9. Und sammeln sich dahinter dieser einen kleinen Hügelgeschichte. Hm. Dann macht's noch dann Sinn. Noch nicht parken, Stefan, da sind sie weit weg. Bring ich in Sicherheit. Ich ärgere die mal ein bisschen, dass die denken. Artillery Strike online. Achso. Oh, Alter, dieses schwere Scheißding. Ja, kommt mal herzu hier, das gibt's doch gar nicht. Du bist scheiße schnell, wir sind scheiße langsam. Wie weit seid ihr denn noch weg? Also von dem, den du da gerade drin hast, noch 1200 Meter. Die anderen Fuchs gehen auch nicht hoch. Steht noch eine Nummer, da muss irgendwas mit uns ja, ich links und rechts, ich weiß es ja. Ja, mach. Ich habe so schwer gegessen heute. Ich bin zu schwer, das Essen ist weniger das Problem. Zu fett? Das Fitnessstudio hat mich auch schon lange nicht mehr gesehen. Zu viel zu tun. Immerhin teile ich hier oben schon ein bisschen aus. So, A habe ich drin, den Echo ist zu weit weg. Er macht mich bleib alle. Echo? Wir haben mich gefunden. Nein. New target. Jawohl, Jäger, kann man den anschießen? Der Jäger, den kann man anschießen. Aua. Ich konnte mich nicht finden. Ja, und ich werde auch angeschossen. Da kommt jetzt was anderes. Wir schießen da jetzt Rax rüber. Beine mit ihren Raketen. Die trauen sich wohl nicht. Das geht voll in Fels hier. Scheiße. Dora? New target acquired. Hast du irgendwas auf freiem Feld? Jetzt hier. Es steht genau in M9 ein einzelner Mech, der ist ohne Verstärkung, das ist ein Ryoken. Der steht genau in. Er hat mich gesehen. Hinter uns, Jungs. Da
Liste. Ein einzelner Ryoken steht da. Aber jetzt ist noch ein Jägermech dahinter. New Target. Ida oder was? Ja. Kann man den erwischen? Nee, ja. Lass den mal der sein. Also Entschuldigung. Nächste bitte. Bin tot. Target acquired. Warning, incoming missile. Echo. Target destroyed. New target acquired. Wolf? Nee, schade ist es. Acquired. Ja, aber nur Sichtkontakt und das wird nichts. Hotel. New target acquired. Bevor du dich mit meinen Late-Mate-Eltern kaputt kriegst, kriege ich dich kaputt. Alpha. New target acquired. Alpha steht exponiert. Jawohl, ist weg. Oh, so scheiße. Target acquired. Mich hat's jetzt auch erwischt. New target acquired. Dali? Bin leer. New target acquired. Was zur Hölle hat denn so tief gemacht? Was mit dem anderen Arm ist, das ist einfach. Jetzt geht's los, jetzt haben sie alle jetzt hier im. Ja, komm weg hier. Nee, keinen Sinn. Hast du was verloren? Ja, quasi mein Mac. Wie ein Löwe. Immer als ein Zoom, oder? Du musst ja selbst entscheiden. Tech ist kaputt. Als das Tech kaputt war, war es vorbei. Nee, es geht noch. Also das sind die legitimen Gesicht. Farben, ja? Hm? Grau, weiß und rot. Nein, eigentlich nur weiß und Oxblood. Titanium-Weiß und Oxblood. Also ich wir können halt auch nicht alles alleine machen, Slime. Schau dir mal diese Alpha-Lanze an. Ja, ich weiß. Sorry. Durch deine ELH hast du noch ein bisschen Damage rausgehauen wenigstens, aber ich hatte viele Raketen, die mit der Botanik verschwunden sind. Also Pinpoint ist einfach mehr meins. Das sehe ich genauso. Ich werde nicht so richtig warm mit den Raketen. Du sollst auch nicht mit Raketen heiß werden. Dauert das jetzt länger, da gehe ich eine rauchen, wenn du irgendwas umbauen willst. Das ist unser erster Lost, ne? Nee, happens. Zweite. Echt? Also, seitdem ich Mitropper verliere. Muss ich mal Scheißding aktualisieren. Ja. Mach ich immer nicht. Also, aber ich nehme jetzt meinen Shadowhawk. Ein Win, zwei Lost. Einfach zu doof. Katsui guckt zu übrigens von seinem Schiff aus. Grüße, Katsui. Mhm.
Ja, Entschuldigung, hallo, wir haben die Performance nicht so ganz gebracht gerade. Ja. Ich muss nur noch einmal mit der blöden Zikada spielen für meine XP, damit ich die. Hätten wir Katsu wieder dabei, wäre das nicht so weit gekommen. Gebe ich euch mit dem Siegel. Gut, bin fertig. Slimy, mach mal ready. Hm. Hab ich vergessen? Are you ready? Ich habe eine Frage. Ich bin da. Ich habe eine Frage im Twitch von Merarkarion. Meint ihr eigentlich, dass noch 36 gegen 36 Bataillon-Maps kommen? Jetzt bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Glaube ich im Leben nicht. Nee, ich auch nicht. Vorher ist das Spiel schon wieder in der Versenkung verschwunden. In 5 Jahren vielleicht. Wenn die den Desync endlich mal hinkriegen, ganz ernsthaft, dann, dass das wieder 12 gegen 12 funktioniert, die werden niemals, in meinen Augen, niemals gleichzeitig 36 gegen 36 Battlemax machen. Solange der Server in Kanada steht. Da bräuchtest du ja vor allen Dingen erstmal komplett neue Karten. Ja, ich stelle mir gerade River City mit 36 gegen 36 vor. Du kannst Mechs übereinander stapeln, das geht schon. Standardbewaffnung AC-20, ne? Also, du stehst eh automatisch neben dem Gegner. Ja, nein, jetzt nicht auf diese Maps gemünzt. Er meint wahrscheinlich dann auch neue Maps und alles Mögliche. Wie viel Delay hast du zwischen Stream? 20 Sekunden, automatisch Delay, kann ich nichts machen. Das ist von Twitch. Sensors online. Weapons ansonsten online. Ist live. All systems nominal. Die haben die Cockpits schon ein bisschen geändert, kommt mir vor, oder? Ja, die haben den Joystick auf der rechten Seite, ne? Ja, yeah, Mac für dich, ne? Der ist nicht mehr blau mit irgendeinem Knubbel oben, sondern der ist jetzt beige. Hier, yeah, für dich. Der Zikada hat hier Merarkarion gesehen. Der gestern einen Direwolf 1:1 zerlegt hat. Gib dir Mühe. Was? Ja, wie ich es gesagt habe. Wenn er mir nicht hinterher, ich geh Norken. Wir gehen an die Kante. Und hoffen, dass die Pucks sich irgendwie um uns rumgesellen. Welche Kante? Die Kante oder rechts vor bei E3? Da wo die meisten Pucks sind. Also bei D3. Ich weiß schon, dass wir hinten kaum irgendwelche Raketen ins Ziel kriegen werden. Auf der Karte kriegen wir eine Menge Raketen ins Ziel. Soll doch nicht immer so pessimistisch sein. Warum ist der da hinten getaggt? Der Typ. Weil wahrscheinlich ein Scout in der Nähe hatte. Ah, fuck. Ich will ein Modul, wo man die LRM-Quellen auf der Karte angezeigt kriegt. Ja, gut, dann, warte mal, geht's auf die Seite mwocheats.de und da. Ich bin gleich tot. Was? Ich hab ja eine ECM-Zikada hinter mir. Kommst wo du bist du denn? Du kommst du noch irgendwie zurück? Kannst du die vielleicht noch naken? Ganz schnell? Ich versuch's ja. Da ist sie. Die ist genagt. Die Drecks auch kriegt. Feinde in D5. Nicht weiter weglaufen lassen. Ah, nein. Ja, der hat doch D5 stehen welche. Okay. Nicht zurücklaufen, komm zu uns. Jetzt ist außer Reichweite, deswegen können wir dir nicht mehr helfen. Ja, jetzt kann es auch sein, jetzt ist er abgehauen. Ja, hau ab. Mach was anderes, komm zu uns, andere Seite. Weil da haben wir andere Probleme. Tod nützt du mir nichts. Er will dich gebrauchen. Hat Merarkarion auch. Stefan, komm auch mal auf die andere Seite. Scheiß drauf da. Unser Thunderbolter wird gerade weggemischt. Da kommt gerade ein Atlas rüber. Okay. Ach, ich kann einfach nicht noch. Ich brauche ECM dazu, sonst bin ich jedes Mal noch. Du bist gerade draufgegangen. Ich hab dir gesagt, komm zu uns. Ich war doch schon fast da. Was? Du wärst um den Scheißberg drum rumgelaufen, wäre nichts passiert. Wollt aber naken. Nee, wir wollen naken, aber du solltest auf der linken Seite naken, weil sie da sind. Da rechts sind auch einige. Ja, es ist drauf geschissen. New target acquired.
Die stehen links von uns in B4, drücken die rein jetzt. Vor allen Dingen, jetzt spielen hier alle nur noch LRM, Leute. Ist das sinnlos? Nein, das ist cool. Na, da kommt ein Spider. Der hat einen Tag ja, dabei. Keiner spottet. Jetzt seid ihr gleich alle Fischfutter. Boah, 18. Nee, oh, jetzt sind wir auch gleich erschrocken. Das ist ja ein Wahnsinn. Dankeschön, Jungs. War das zumindest einer von uns? Hotel. Hotel, wie drauf. Ein bisschen Damage machen, bevor es zu Ende geht. Ja, sicher. Toll, ich bin Friendly Fire zu Hause gefahren. Mama! Wieder? Ja, nicht mehr auf Hotel wieder drauf. Ist ja Ida, also recht. Da haben die zwei Atlanten auch. Artillery Strike online. Oh, ist das ein Feuerwerk, ey. Das ist ja echt nicht mit zum Anschauen. Warning, incoming missile. Alter, geh mich auf den Keks an. Jetzt verpissen sich auch noch. Wer lebt denn noch? Links oben D3. Dann lobt man sich doch einen Kitfox mit 3 AMS, ey. In dem Fall, ja. Ja, Tim, hol ab. Da ist er doch links von dir, Slime. Bist du blind? Ja, ich hab gerade auf den Chat geguckt. Scheiße. Incoming missile. Nur Carrion schreibt zu viel. Bei mir Carrion. Entschuldigung. Bravo. Warning, incoming missile. New target acquired. Dora. New target acquired. Warning, incoming. Torso, critical damage. Warning, incoming missile. Ganz echt eine Viererlanze mit Atlanten machen, eine Viererlanze mit LRMs und eine Lanze Spotter. Ja, dann müssen wir gemeinsam drum. Ja, in einer. Oder meinetwegen zu 9. Wer fummelt sich da gerade die Harmonie? Damals, nein, willst du nicht mal deine Laser auf diese scheiß Spider schießen? Was spielst denn du zusammen? Hast ja recht. Ich bin ein Multitasking, fuck! Guck mal in den Chat und guck hier und guck da. Gib's ja zu. Außerdem wollte ich ein bisschen Hitze sparen für den. Das war nicht gut. Aber sagt man, wie ist denn das? Saumies. Ich muss kurz mein Kind schreien. Um die Verdopplung der Basic Skills zu kriegen bei den Mechs, ne? Muss ich da bei allen dreien die Elite voll haben? Nein, bei demjenigen, der Elite voll hat, wird automatisch die Basic verdoppelt. Du brauchst allerdings bei allen drei Meshs die Elite voll, um den Master Slot anzufangen. Aber ich glaube, das weißt du ja, ne? Ja, eben. Jetzt muss ich doch nochmal mit dem Scheißding spielen. Kotz. Und sobald ich die aber gelevelt habe, kann ich die Chassis, die ich nicht mehr brauche, verkaufen, ne? Ja, also bei der Zikada macht das wahrscheinlich auch Sinn, weil da ist bloß die 3M gut. Naja, ich muss ehrlich sagen, die 2A ist auch nicht schlecht, ne? Mit 6 Metlasern macht die ganz schön viel Spaß. Ja, aber das gleiche geht auch in den Jenner. Ja, und da sage ich mir dann immer, warum eine Zikada fahren, wenn ich einen Jenner haben kann mit gleicher Bewaffnung und der kann sogar noch springen und ist schneller. Stimmt natürlich, ja.
Moment, ich muss nochmal kurz in Skilltree und reinschauen, ob ich die jetzt noch weiterfahren muss oder ob ich mir endlich eine andere. Boah, 10 XP fehlen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Die geht mir schon so auf den Senkel, die Config. Das hilft nicht. Letztes Match mit dem Mech. Dann wird er verkauft. Slime? Slime, bist du schon wieder am Tippen? Ja, und der hält sich mit seinen Zuschauern. Was? Irgendjemand hat vorhin was gesagt mit Nazikada und Daishi? Ja, der hat gemeint, da hat einer gesehen, wie eine Zikada einen Daishi im One-on-One fertig macht. Ja, das geht schon. Mit der richtigen Zikada, aber nicht mit einer Config, die man von vornherein nicht fahren will und die einem nicht liegt, die man bloß fährt, um sie zu leveln. Was? Ach, was ist denn jetzt mit dem Slime los? Was hat's eigentlich mit den Jahreszahlen, also 3025 und 3050, in unserer Tabelle auf sich? Kann mir das mal jemand kurz erklären? Ja, kann ich dir erklären. Und zwar gab es, wo wir noch bei der 36. waren, ein sogenanntes Stock-Mesh-Turnier. Ja, das heißt 3025er Level, ja, also richtig die alten Meshs, und ohne irgendwas umzubauen, wurden da in Turnieren gefahren. Mhm. Ja, und das will erstens nicht jeder und zweitens musst du natürlich dann ja auch wieder Kohle in die Hand nehmen, um ein Mesh zurückzubauen. Und manche lassen halt gleich die Meshs so, wie sie sind, bei sich im Hangar stehen, für den Fall, dass mal wieder ein Stock-Mesh-Turnier da ist. Ja, also für sowas habe ich keinen Platz, aber dann kann man ja immer noch einen Trial-Mech fahren. Die sind ja zum Teil echt ganz gut. Ja, nee, die Trial-Mechs sind keine Stock. Also Stock von 3025 Tech. Kennst du ein bisschen Battletech-Lore? Wie bitte? Ein bisschen die Battletech-Lore? Ja, ja. Ja, da ist dann halt wirklich, sagen wir mal, der Orsam mit 3 Pep und einem Small Laser. Musst du den dann so fahren? Keine Double Heatsinks, kein Endostall, die Panzerung ganz noch richtig original. Mit solchen Mechs haben wir dann im Prinzip Turniere gespielt. Einfach mal, ist halt ein ganz anderes Gefühl, wenn du mit wirklich dem ganzen normalen Zeug unterwegs bist. Und wir haben es gewonnen. Ja, ich finde sowas spannend, also mir macht sowas Spaß. Wir haben das letzte 3025 gewonnen, oder? War doch so. Nee, zweiten Platz. So zwei? Ach ja, die ersten, ja okay. Die waren vor der ehemaligen ersten. Oder Platz. Nee, das richtige, das hat immer die 331. gewonnen. Ja, 331. Wir haben den zweiten gemacht, also sorry. Vor der ersten. Ja, wo warst denn du schon wieder? Mein Kind hat geschrien, tut mir leid, das geht vor. Ja. Wie alt ist dein Kind denn? Eins. Okay. Meiner ist schon in dem Alter, in dem er sich selber die Zähne putzt. Ich hab das selbst gezockt, ja. Nein, gesorgt. Stillt. Hast du ihm die Brust gegeben? Ich hab ihm die Brust gegeben, er hat die Haare ausgespuckt, dann ist wieder eingeschlafen. Dafür wurde das Wachsen erfunden. Ich werde müde. Sag euch, was das war eine Woche. Unglaublich. Namen Katsui, wie geht's auf dem Schiff? Ich weiß immer noch nicht genau, was der da auf dem Schiff eigentlich macht. Techniker, glaube ich, war das, ne? Ich glaube Techniker in irgendeiner Form. Ja, in irgendeiner Form. Er sieht zu, dass das Ding auseinanderfällt. Was für Schiffe sind das? Kriegsschiffe. Hä? So richtig mit Bum Bum und Peng Peng. Ja? Mechs ohne Beine, aber dafür mit einem riesigen Rumpf. Wenn man ein Loch in die Wand macht, dann... Und Merkarion, wir hören nicht. Ich lese das alles, aber das kann ich nicht alles wiedergeben. Oh mein Gott. Oh, ja, nein, so werden.
Katze, ich schreibe, ich muss mir Mühe geben, ich fühle Scheiße. Hat er recht. Ja. 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 Sind wir soweit, ne? Ja. Und die ganze Woche so. So. Er ist der zweite Ingenieur vom Schiff. Der zweite. Gibt's noch einen ersten? Wenn er der zweite ist, wird es wahrscheinlich einen ersten geben. Der erste ist gegangen, er ist jetzt der zweite. Okay, ja. Mekarion sagt im Twitch gerade, er patcht gerade MBO und will mich dann killen. Verdammt. Denk dran, Mekarion, es gibt einen 20 Sekunden Delay. Wenn du dann droppst, wenn wir droppen, musst du 20 Sekunden warten und dann Drop drücken. Und dann mach ich dich kalt. Dann mach ich dich kalt. Verstehst du? Wovon redet ihr da gerade? Von das mit den ungelegten Eiern. Wir werden ja gerade. Wir sind live ja, auf Twitch online. Und da sieht einer zu und hat gesagt, er kommt jetzt ins Spiel und will Slime killen. Genau. Wer schaut gerade wozu? Machhead, pass auf, spiel einfach, ist egal. Livestream, das Ganze, was wir hier momentan spielen und was du redest und so weiter, wird live im Internet gestreamt von Slime. Genau. Und da gibt's also wenn du jetzt deine Mutter beleidigst, dann wäre das jetzt kein guter Zeitpunkt. Also, es geht ja jetzt ernsthaft mit Ton. Ja. Aus ja. unserem TS auch, nein. Doch. Wie soll ich denn sonst mit denen interagieren? Glaubst du, ihr schreibt die ganze Scheiße? Okay, dann höre ich jetzt auf, mich dumm dran zu stellen und mach, was sie sagt. Jetzt wird plötzlich so, gehe ich so Licht, also bing! Slime? Ja. Ich glaube, die Drohung hat funktioniert. Du kannst es wieder ausmachen. Jetzt muss ich hier richtig gut spielen hier auf einmal. Ja, die Leute sehen ja nur meinen Cockpit. Die sehen ja, wenn ich früh sterbe, sehen sie deins, weil ich sofort in deinen Cockpit reingehe. Ist der erreichbar? Ich meine, offen? Gleich so raus. Was willst du noch alles? Ja, nein, 1000 Meter meine ich. Hat er, aber ich krieg keine Ausschaltung rechts, warum? Artillery Strike online. Komm. Ja. Jetzt ist er, glaube ich, unter die Links gelatscht. Ja, weg ist er. Da stehen echt viele bei C4 an der Kante. Bei Echo und so, ne? New target acquired. Katapult kommt auch noch. Kommt lieber runter in die Garage. Alles klar, Mekarion. Wenn ich die sehe, mach ich platt. Weißt du, du spielst hier gerade. Ja, ich muss nebenbei lesen, Entschuldigung. Hier müssen tust du das nicht. Ja, ich muss jetzt hier mal rumgehen, sehe ich alle, sonst bin ich alleine. Hey. Hörst du mir, du Hotel? New target acquired. Hotel ist so weit weg. Wow, ich war noch nicht mal in der Garage. Nee, Hotel ist schon in der Garage. Was haben wir denn da? Acquired. Komm. Jawoll. Das ist ein dreckiger Shadow bei 4, D4, ganz alleine. Weißt du, ich hab grad andere Probleme. Ich hab hier drei Atlanten unten in der Garage. Was gehst du auch in die Garage? Da hab ich gerade nicht gekillt. Den Lockvogel. Gut, die letzten Raketen waren Bullshit, aber. Was ist mit dem Banshee? Den habe ich genockt und keiner macht. Jetzt ist es wieder weg. Target acquired. Ich hatte gerade Probleme mit dem Shadow. Die Nova L, was mit der? New target acquired. Der Raven ist doch der von vorhin. Komm schon. Nicht getroffen. Fuck. New target acquired. Target destroyed. No. Ach. Target acquired. Scheiß Benji. Ich hab null Schaden, super.
Ich gehe nach New Target acquired. Critical. Target destroyed. Na voll. Target acquired. Jo, das gut schon mal rein. Nicht abschalten. Er hat abgeschaltet. Endlich du. Und jetzt nach rechts. New Target wieder. Acquired. 5 Kilo. Jo, ist schlecht. Incoming missile. Fuck, ich stehe auf dem freien Feld hier. Ja, mach dich mal in Deckung. New Target acquired. Warning. Left arm critical damage. Er schießt wieder von links die Drecksau. Destroyed. LRM ammo destroyed. LRM destroyed. LRM destroyed. Ich glaube, ich habe mich jetzt so weit vorbewegt. Ich bin auch so sagenhaft schnell. Mhm. Kannst mit dem Ziehen das down. Ja. Oder das kleine Fieder. Warte mal. Weiter. Erstmal in Deckung bewegen. Man. Katapult da noch. New target acquired. Ach! Hinter dir Katapult. Ja, ich weiß. Right arm critical damage. Boah. Gesicht? Right torso. Der Rücken. Merkt die nicht mehr, tut mir leid. Wir haben noch einen voll bewaffneten Summoner. Ach. Haben jetzt 1 gewonnen und 4 verloren. Katsui, wie geht's dir auf dem Schiff? Sprich mit mir. Katsui, du kannst nicht schlafen gehen. Fuck. Oh, wir haben ja noch Leute. Heat level critical. Artillery strike. Der Chris noch. Ja! Hat noch gut gemacht. 12-9 ist nicht peinlich. So. Liegst du jetzt im Hafen, Katsui, oder dass du ein Internet hast und mal einen Stream gucken kannst? Schade gemacht, ach Gottchen. Ein paar gute hatten wir dabei, wir waren nicht davon. Ready machen. Ready machen. Ja, Rolle ist jetzt Schleim. Katsu, ich muss gleich noch arbeiten. Einlaufen in Honolulu. In Honolulu. Ich weiß nicht, Katsu ist besoffen. Er schreibt da Ulu. Du sollst doch nicht breit arbeiten, Kollege. Er ist vor der Küste und kann man Stream gucken. Ist das nicht geil? Auf dem Schiff wird man Stream geguckt. Guckt er allein?
Wahrscheinlich schon, weil jeder seine Kajüte hat. Ich glaube nicht, dass er Bock hat, mit seinen Kollegen meinen Stream zu gucken. Die würden ihn fragen, was noch ganz normal ist. Eine Minute oder zwei, bitte. In der Zeit kann man ja Mercario mal fragen, ob er noch da ist und ob er schon online ist. Kann ich mir auch gerne als Freund enden, damit ich weiß, ob du schon gedroppt bist. So. Damit ich dir die Mütze aus dem Gesicht schießen kann. Hey, ich habe sogar in Real Life einen Helikopter. Hier. Kein Scheiß. So. Also ganz kurz nochmal, wenn ich jetzt die Kader durchgelevelt habe auf Elite und nur die 3M behalten will, dann kann ich die anderen zwei schon wieder verkaufen, ne? Ich weiß aber nicht, ob du vorher noch gemastert haben musst, die 3M. Das Moment, warum geht's? Ich behalte ja die erworbenen Skills, auch wenn ich die Chassis nicht mehr habe, oder? Du brauchst nur Basic durchballern. Nee, wenn beim ersten Medium nicht. Beim ersten Medium musst du alles durchmachen. Ach so, ja. Ach so, du hast... Oh Gott, echt? Ja, ja, das ist mein erster. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da musst du sogar bei allen drei mastern, um dann beim... Nein. Das hatten sie irgendwann mal weg. Nicht mastern, aber... Elite machen. Ich kann mich noch grau erinnern, wir können ja mal Dings, ne, fragen. Mercarion ist ja auch ein Freak. Ob man beim ersten einer Gewichtsklasse wirklich bis zum Elite alle drei leveln muss. Das auf alle Fälle, das weiß ich. Ja, und danach kannst du sowieso auf Mars. Also das ist Bullshit. Dann kannst du sowieso verkaufen. So, dann verkaufe ich jetzt nämlich mal zwei von meinen Zikadas, glaube ich. Mercarion, ich bin auch froh, dass du nicht in unserem TS bist. Ich habe zum Beispiel ich wurde immer auf die Kommando 2D gesetzt bei den MWO-Gefechten. Habe ich mir letztens, ja, Katsui für dich, habe ich 50.000 GXP auf den Kopf gekloppt und 5 Mille mit zwei Kommandos gekauft, die Scheiße durchgelevelt mit GXP, damit mein Kommando 2D endlich auf Master kommt. Ja, dafür habe ich gekriegt zwei Blümchen, ein Bümchen, in Kommando Pades Buch. Ja. Ich möchte, dass das auch mal honoriert wird. Ah, was hast du gerade gesagt? Ach, nichts. Ist nicht so wichtig, Tari. Ah, na dann. Katsui verabschiedet sich, er muss mal lochen. Guten Tag, viel Spaß. Katsu, wir erwarten deine Rückkehr. Mach's gut. Weißt du, was ich heute wieder erlebt habe? Heute war wieder ein Kindergeburtstag. Und was? Du warst auf Arbeit? Nein, danach. Und du hast genau gesehen, wie die Leute ihre, also aber ganz wichtig ist, nur Einzelkinder. Weil Leute, also Eltern, die nur ein Kind haben, bringen ihr Kind zu diesem Geburtstag und hoffen, dass sie dann fahren können und diese notgeile Atmosphäre. Also ich bin selbst. Ja, nein. Ist nicht falsch verstehen jetzt. Die fahren dann schnell nach Hause und ficken wie die Geisteskranken. Ja, natürlich, das machen wir auch so. Ja, das ist so, ne? Kindergeburtstag von Eltern, die nur ein Kind haben und die dürfen es da lassen und das Kind bleibt auch da, fahren nach Hause und ficken wie die Geisteskranken. Ja, das hat ja auch den Grund, dass Eltern, die nur ein Kind haben, ja, sind meistens Eltern, die kaum Familie in der Nähe haben, die mal aufs Kind schauen würden, sonst hätten sie zwei Kinder. Ist das bei dir so, oder was? Ja, bei uns ist das so.
Also wir haben nur ein Kind, weil sich zwei mit der familiären Situation schwer ausgehen in den finanziellen. Ich wollte ja auch nur ein Kind, aber irgendwie habe ich so fett rumgespritzt, dann kam plötzlich noch einer. Hast du Zwillinge gemacht oder was? Nein, nein. Irgendwann kam noch einer hinterher, ich habe das gar nicht gemerkt. Ah, da hast wieder keinen Helm aufgesetzt. Nee, na doch, keine Ahnung. Also wir waren ja am Anfang waren wir eigentlich bedingt fruchtbar. Ne? Von wegen so, Kompatibilität von ihnen war echt schlimm und das funktioniert nicht. Sie werden niemals Kinder kriegen. Ich so, oh nee. Was für gute Mechs sind denn im Moment im Sale? Und irgendwann waren wir dann trotzdem ultra fruchtbar. Und dann kam der zweite. Das ist halt. Ernährung umgestellt oder irgendwas? Aber was ich damit sagen will, das habe ich ja dann bei dem Geburtstag meines 5-4-Jährigen gesehen. Die Eltern, die vorbeikamen und zusammen ihr Kind abgegeben haben, haben sich schon so notgeil angeguckt. So, jetzt geht man den hier ab und dann fick ich dich in den Arsch. Ich schwör's dir. Sag mal, woher weißt du das denn? Ich krieg gerade Angst. Also wenn ich jetzt meinen Blackjack leveln will, dann muss ich mir so einen kaufen. Das ist Fakt, du mal, das ist Fakt. Die konnten es nicht erwarten, wieder abzuhauen. Ja, das sind, glaube ich, alle Eltern, die nur ein Kind haben und es zum Geburtstag abgeben. Alle Eltern, die nicht falsch verstehen jetzt hier im Mac, ne? Ein Kind ist kein Kind, glaub mir das. Das ist eine Lüge. Ne, das ist keine Lüge. Wenn du zwei Kinder hättest, würdest du sagen, yo. Ich wäre manchmal froh, ich hätte ein zweites Kind da. Nein, so meine ich das nicht. Vom Arbeitsaufwand. Wie weit sind deine Kinder auseinander? 3 Jahre. Ja, ey, die haben einen Freund, weißt du? Das ist... Was nochmal? Also, der hat einen Freund? Naja, die haben dann zumindest noch eine andere Bezugsperson außer ihren Eltern. Und die lebt mit ihnen unter einem Dach, ja? Das ist was komplett anderes. Also, mein Sohnemann ist jetzt 9, der wird bald 10. Und... es ist definitiv so, dass ich oft froh wäre, wir hätten noch ein zweites, ja? Weil ich... Ja, nein, das ist nicht falsch verstanden. Bin. Ja, ja, aber vom Aufwand her, ob du eins rumkutschst oder zwei, ob du mit einem Hausaufgaben machen musst oder mit zwei, die Grund... Wenn die ein gewisses Basics Alter erreicht, ja, wenn die ein gewisses Alter erreicht hast, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, wenn du aber einen Kumpel hast, der schon alles kann, und dann einen Einjährigen, der denkt, er kann alles und 18 Mal am Tag die Treppe runterfällt, dann hast du vergessen, ein Türchen einzubauen. Ich hab's aber aufgegeben. Der ist schon. Weil nämlich das andere Kind die nie zumacht. Genau das. Ich hab's aufgegeben und der hat, also nachdem er wirklich, ich weiß nicht, dutzende Male die Treppe runtergeballert ist. Einen Moment. Also wie soll ich das erklären? Mein Domizil. Wir haben beim ersten Kind haben wir so Treppenschutzgitter gehabt und dann sind wir umgezogen. Ja, beim ersten Kind dann haben wir auch. Ich gesagt, wir werden hier für das zweite Kind keine Treppenschutzgitter hinmachen, weil sonst kommt irgendjemand daher, denkt, er hat das zugemacht. Ja, und das junge Kind kann quasi nicht zur Treppe raus, ne? Und dabei hat das ältere Kind das aber offen gelassen. Das genau so ist es bei uns auch. Lass ich es einfach weg. Und es hat funktioniert. Ja, weil der Litsche jetzt, also nachdem er 18 Mal die Treppe runtergeballert ist, glücklicherweise ohne Schädelbasisbruch. Hatte der das schon mal oder wie? Nee, jetzt in ganz ernsthaft, der ist 18 Mal die Treppe runtergesegelt, dann hat er es begriffen, er muss sich festhalten. Unter dem funktioniert es einmal frei, der ist 1,5, geht jetzt, das ist keine große Treppe, ne? Meine Stube geht halt 5 Treppen hoch, 5 Treppen runter und dann ist gut. Aber das schafft er jetzt locker und ich habe auch extra für die Größe ein Treppengeländer angebaut. Da kann er sich festhalten. Ich habe 2 Treppengeländer da hängen. Was machst du da mit der 1X? Hast du recht, Makarion.
Siehst du das gerade, was ich mit der mache? Aber am Anfang war es schon echt heftig. Deswegen frag ich. Ich dachte, ich mache die Tür zu, mein Großer macht die Tür auf zur Treppe und dann höre ich nur meinen Kleinen mit dieser Schnappatmung. Ey, die Treppenstufen halt. Und dann lag unten. So war der Anfang. Aber er hat es überlebt. Und den Rest schafft er auch. Ja, das ist natürlich uncool, sowas. Aber das Geilste ist, wie ein unser Erster ist, was er alles so fitter gelernt hat als der Kleine, der erst ein Jahr ist, was der schon kann und was der für eine Fotze sein kann. Jetzt hat er gelernt, au zu sagen, ne? Wenn ihm was wehtut. Ist ja schon mal positiv, ne? Supergeile Sache, au. Ja, es ist eine super geile Sache, vor allem, wenn einem nichts weh tut und sich jeder um den Älteren kümmert. Ja, ja, Moment, dann habe ich die scheiß Penner beobachtet und dann hat er einfach nur das Spielzeug weggenommen und geschrien, au, 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 die kleine Sau. Ja, so sind sie, sie haben es schnell heraus. Ich bin hingejumpt, ne, was hast du gemacht? Nö, ich habe mein Auto genommen, er wollte mir das wegnehmen und... Der muss echt aufpassen, nicht den Falschen zu bestrafen. Notfall beide. Ja, bestrafen läuft bei mir so, Bierkiste aus dem Keller hochholen. Mit dem Seil. Wirklich für einen Einjährigen? Ja, er braucht ein bisschen länger. Na gut, der Vierjährige schafft das schon. Mechet. Ja, ich werde auch umgeben, Slammer da geschrieben. Mama. Ich habe aber noch keine Anfrage von dir, Mekarion. Slam Nato, aber klein, ne? Wollt ihr eins ohne mich droppen schnell? Bis ich hier fertig bin, dauert es wahrscheinlich noch 2-3 Minuten. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Jetzt haben wir die ganze Zeit gewartet. Und jetzt sagst du, wisst ihr was? Ja, natürlich. Bin halt voll. Pass auf, dann gehe ich nochmal kurz austreten. In meinen Garten pissen und einen Raum. Nee, der sucht schon, Tachi sucht schon. Oh. Jetzt musst du bleiben. Jetzt muss ich bleiben. Dankeschön. Ich wollte gerade in meinen Garten pinkeln. Jetzt in deinen Garten pinkeln? Ja, das nennt man... Hast du keinen Dünger oder was? Effizienz. Ich gehe rauchen und gleichzeitig pinkeln, weißt du? Das ist doch mein Garten. Ich bringe ihn ja nicht auf den Rasen, sondern auf die Pflanzen, die... Moment mal. Und das hältst du dir dann an den Mund? Moment. Ich pinkel auf die Pflanzen, die meine Frau gepflanzt hat, die ich nie mag. Verstehst du? Auch schon wieder eine Black Widow Company. Wie viel gibt's denn davon? Reactor. So, Stefan, online. Bitte nicht abkratzen. Ja, ich brauche mir jetzt keine Mühe geben. Zu dritt bekommst du doch eh keine Boni. Ach so. Du gibst dir gefälligst Mühe. Ach, wir sind jetzt nur zu dritt. Och, das bringt ja alles gar nichts. Dann können wir auch sterben. Ey, Alter! Er testet seinen Large Laser erstmal in meinen Beinen. Hat mich nicht erwischt, Gott sei Dank, sonst hätte ich ihn glatt. Instant gekillt. Hast du Schmerzen? Nein, das ist gut. Ich bin ein bisschen betrunken. Also, das merkt ja keiner. Nee, weißt du, du spielst ja Gott sei Dank LMs. Ja, da muss ich nicht so dicht dran, ne? Musst du nicht so gut zielen. Ja, das hat ja vorhin Stefan schon bemängelt. Du hast doch Laser, du Idiot! Ich weiß nicht, ist der Blackjack mit 8 Med-Lasern gut zu fahren? Ist das der Schnelle? Also mit 8 geht auf alle Fälle. Ist das der Schnelle? Was ist denn das für eine Antwort?
Ja, der 1X ist das, glaube ich. Ist das der schnelle? Den 1X habe ich auf 91 km/h. Genau. Die sind schon voll oben auf dem Hügel, ne? Ich hatte meine Mutter auch schon auf 91 km/h. Wollte ich mal nur so anmerken. Ich brauche nur eine Aufschaltung, dann mache ich mal Wasser. Geht der? Den hast du nicht wirklich aufgeschaltet, Stefan, oder? Kannst du mal bitte unsere Entfernung checken und deine? Du bist doch nicht der Einzige hier im Spiel. Ja, aber wie? Siehst du irgendwelche LMs fliegen? Ich nicht. Wie war das? Endo vor Ferro? Ne? Ja, sehe ich. Tatsache? Hallo? New Target acquired. Ja, Endo vor Ferro. Hallo? Danke. Hört man hier, da steht gerade live. Ich sehe das nicht gerade. New Target acquired. Live bedeutet auch wirklich live. Du bist bei Twitch, ne? Ja, dann möchte ich. Alles, was du sagst, ist im Internet. Ja, das macht nichts. Gut. Das ist nur eine Warnung. Ja, das macht nichts. Ihr droppt zu viert? Ja, wegen der Challenge. Ja, machen wir hier oben auch. Ich dachte nur, ich guck mal eben vorbei, sag hallo. Das ist nett. Ja, manchmal habe ich so Tage. Läuft gut? Ja, nee, mit meinen ganzen Bilden kaputt nichts hier nicht so. Das ist schade. Na ja, gut, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg und nein, Mann, das ist alles gut, ne? Nur Spaß gemacht. Ja, ich glaube dir kein Wort. Ich glaube das Erste, aber nicht das, was jetzt... Ja, du kannst ja mal einen Twitch anmachen mit und... Mit den Battlegrid-Commands, so. Age. Machst du mal einen Twitch-Kanal an, hast du eine Menge Spaß, glaub mir. Ja, was ich übrigens mal fragen wollte, die ganzen Videos, die da gespeichert werden, hast du die irgendwo alle noch im Original? Weil die werden ja, glaube ich, nach einer Zeit bei Twitch gelöscht, ne? Ja, wenn ich die highlighte, dann sind sie für immer da. Mhm. Und ich habe auch die Möglichkeit, sie nach YouTube hochzuladen, aber das ist halt eine scheiß Qualität. Ja, also gut. Besondere Videos kann ich immer zur Ewigkeit speichern. Das ist gut. Dann werde ich nochmal mit dir kurz schließen. Ich habe da nochmal eine Anfrage, aber ich will jetzt nicht weiter stören während eurer Aufnahme. Also, du willst auch streamen, sagst du? Nee, es geht um einen Stream, den ich gesehen habe, wo ihr gegen uns gedroppt seid und das war inhaltlich ganz witzig. Und da wollte ich nochmal nachfragen, ob du eventuell das Video noch hast. Aber das machen wir ein andermal. Da musst du meine Paris Broadcast einfach durchforsten, dann wirst du den bestimmt finden, wenn das die letzten 3 Monate waren. Ja, was? Wir werden schauen. Ja, den suche ich dir bestimmt nicht raus, da musst du selber gucken. Ja, einfach darum, ob das überhaupt noch ist. Wir reden dann alle mal drüber. Okay. Ich wünsche noch viel Erfolg. Tschüss. Ciao. So, jetzt wollen wir erstmal eine andere Frage. Wer war das? Einer von denen, gegen die wir spielen. Ja, nicht ganz, aber fast. Keine Ahnung, aber ich würde gern wieder eingeladen werden dann. Ja, jetzt, wo wir schon alleine verlieren. Ja, hättet ihr auf mich gewartet, würde die Sache anders aussehen. Wey, verstehe. Das ist ganz schön, ne? Meine Mutter heißt Iron Maiden. Ja, genau. Iron Maiden war die Freundin von meinem Urgroßvater. Ja. Und sie hatte Fußnägel so lang wie Schwerter. Jetzt wird's eklig. Ich weiß auch nicht, ob ich drauf komme, das liegt wahrscheinlich an meinem Stiefvater. Der hat tatsächlich Schwerter, Fußdinge oder nur Schwerter. Weil er da selber nicht mehr ankommt und in der Flex kannst du auch nicht alles machen. New Target acquired. Ich krieg kein vernünftiges Aufschaltungsding. Wieder. Habe ich jetzt ernsthaft gerade ein Bild von alten Männerfußnägeln in meinen Kopf gemacht? Kilo? 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 Ich kann nicht Kilo, ich habe J gerade drin. Boah, weißt du? Was die, weißt du? Ist hier Schaden für dich? Wo kann ich denn den Stream mit anschauen? Twitch und dann Slamnato eingeben. Ist eigentlich relativ simpel, ne? Jetzt mit weniger reden, mit mehr spielen? Ich mach das schon. Ja, klar. Jetzt kriegt der Protektor aber richtig in die Fresse. Du weißt schon, dass sie dich gleich von rechts weghauen.
Ja, weiß ich. Ich will den Protektor haben. Fuck! Wie ich es gesagt habe. Ja, ich weiß! Du machst mich krankenhaus, Tari. Erst ich habe einen Verteidigungskommando bei F-Runde umgesetzt, hat kein Mensch interessiert. Sterben sie einfach. Shoot. Der Stefan, sie war da, den ich gerade im Livestream habe. Stefan, du bist live und nett. Der schießt gut. Anderes Bein. Nein. Ich wollte dich gerade versuchen. Hast du recht? Verdammt. Target acquired. Der gute alte Jenner, ne? Was sucht sich jetzt hier der Stefan als nächstes hier aus? Sucht er sich den linken Tor oder den rechten Tor? Nein, er sucht sich den Boden aus. Kommst du nicht mehr weg? Nee, weil der Typ hinter dich gesprungen ist. Also unsere. Das darf doch nicht wahr sein. Du kannst dich nicht bewegen, oder was? Ja, dann kill dir noch den Jäger. Sag mal. Ja, ich rufe übelst, dass ich wirklich mich bewege. Dann schalt deine Mutter ab. Jetzt wollte ich gerade hier toll zeigen, wie du spielst. Voll in der Kiste festgehangen. Das kann nicht sein, das ist eine uralte Map. Wie kann man denn da hängen? Das gibt einen Brief an PGI mit nachträglicher Gewinnbestätigung. Oh, Death war da oben auch noch. Oh ne. Ich meine, ich mag Death. Death ist super. Super Typ. Geh mal kurz. User was moved out of your channel. Alter. Ich geh mal kurz. User was moved out of your channel. Irgendwie wurde gerade MTS vergewaltigt, oder? Warum ist er denn jetzt da hochgegangen? Ne, er wurde hochgegangen, hast du gehört? Er wollte wahrscheinlich. Pade, was machst denn du schon wieder? Hey, Pade! Pade? Ja, er hat sich verklickt. Den hau ich jetzt erstmal an die Fresse. So, jetzt lad mal ein Meshhead ein. Ich will noch ein paar Spielchen machen, bevor ich ins Bett muss. Pade, was machst du denn für eine Scheiße hier? Dein Mikro ist gemutet. Die verklickten Namen. Was ist denn jetzt los? Kannst du nicht mehr reden? Nein, kann er nicht. Ich werde noch irre. Wir haben jetzt 1 zu 4, glaube ich. Oder 1 zu 5 schon. Also, ich weiß nicht, Meshhead ist schon wieder weg, oder? Nee, ich bin da. Aha. Der Pater hatte mich kurz hochgezogen und hatte mich gefragt, ob ich gerade spiele. Ich weiß jetzt aber nicht, worauf das hinauslaufen sollte, deswegen sage ich das jetzt nochmal hier. Er wollte dich brutal vergewaltigen, das ist das einzige Problem. Ja, Tari, boah, ich mag sowas. Du musst mal den Invite annehmen. Max, nimm den Invite an, wir wollen mal zu Potte kommen. Ja, ich war jetzt gerade da mit Pate zugange, mehr oder weniger. Ja, genau, alles cool. Alles cool. Shit. Ja, aber so viel drauf war ich auch nicht mehr, weil ich morgen mit meinen Kindern auf einen Jasses mega Spielplatz gehe und da Picknick und so mit denen veranstalte. Im Grunde ist es ein eingezäunter Bereich, wo du deine Kinder reinlaufen lässt und hoffst, sie nach 5 Stunden wieder zu finden. Ja, genau. Boah. Ja, so läuft das im Grunde. Unter anderem musst du mitbringen, was steht drauf auf dem Schild? Pflaster, Desinfektionsmittel,
Was zum Aufwischen ist wichtig? Ersatzklamotten? Nee, Ersatzklamotten, ja, ganz wichtig. Ersatzklamotten für die zerrissenen und blutigen Dinger. Und. Hey, Mercarion, ich hab zu tun. Eine Friendlist-Anzeige, sagt er gerade. Du hast mich geedit oder was? Leck mich am Arsch! Auf jeden Fall werden wir morgen hinfahren. Unsere Kinder im Dreck wühlen lassen, da stehen sie drauf. Von irgendwelchen Hochhäusern runterspringen. Parkour, Version 0.1. Bungee Jumping und so, ne? Ja, ja. Und ich werde einfach nur rumliegen und in meinem Kindle. Hier ist er. Meinst du, du sitzt auf irgendeinem Platz, schlürfst einen Kaffee und ziehst ab und zu den Sabberfaden? Nee, ich versuche in meinem Kindle das erste Buch von Battletech zu lesen, weil ich einfach keine Zeit zum Lesen habe. Bitte, ich sag jetzt nicht, dass ich alle Battletech-Bücher auf meinem Kindle im 80 Megabyte Download erworben habe. Oh, ganz hervorragend. Ich bin beeindruckt. Ja, ja, alles für Geld. Verstehst du? Also, darf ich hier noch was Kurzes anbringen jetzt mal, ja? Ja. Slime, ein absolut cooler Bart. Gefällt. Welcher Bart? Ja, deiner. Dein Bart. Ach so. Weißt du, das mit den Kacheln und der Toilette und der Dusche? Gott, Mac hat meinen Twitch-Kanal sich angeguckt. Na, sicher. Auf jeden Fall habe ich mir alle Bücher natürlich ehrlich erworben und die werde ich dann morgen auf dem Spielplatz, ich denke mal ein, zwei Bücher werde ich schaffen, bevor die Kinder sich tot rutschen. Willst du ernsthaft, du willst zwei Bücher lesen? Nö. Innerhalb von ich werde wahrscheinlich ein, zwei Zeilen lesen und dann kommt wieder: Ah, Papa, ich habe mich verletzt! Und so ein Dreck kommt. Ja, Bein am Tier oder so. Hat dein Kleiner nicht gerade erst Aua gelernt? Nein, mein Großer kann schon mehr als Aua. Papa, ich habe hier echt eine Schürfwunde. Da brauche ich Hilfe. Mein Großer hat es geschafft. Soll ich das wirklich sagen? Nee, sag ich nicht. Nee, das geht in seine Würde und das aber es war nicht schön. Und es war im Kaufhaus. Und ich hatte Ärger mit der Putzfrau des Kaufhauses. Artillery Strike online. Und als sie sich zusammengeschissen hat, habe ich von meinem Sohn noch gehört: Warum behandelst du die Menschen? Target acquired. Egal. New target acquired. Die sind so weit weg. Fuck, ich muss weiter rüber. Das hier. Erster Volksidiot? Ne, voll serieren. New target acquired. Da kann ich noch nicht schießen, dann geht's im Berg. Stefan, hast du irgendwas? New target acquired. Ich habe eine UAV, aber mehr konnte ich jetzt erstmal nicht schießen. Die H-Spider geht das gegen den Boden, wegen dem Bug. Alter, ich könnte kotzen. Die G-Spider ist die nicht mehr aktuell. Nicht mehr aktuell. Also ihr wollt irgendwie durchs Wasser latschen. Häng hier komplett fest. New target acquired. So ein Bullshit. Komm schon. Da kommt ein Tor mit vor. Und der New target acquired. Treffer. Wenigstens das. Wenn die jetzt von rechts von der Seite kommen, bin ich eh Fuschleisch. New target acquired. Die Nag auf dem Raven. Viel. Hab ich jetzt den Raven getroffen? Ja, hast du, aber ganz kurz nur. Bin ich schon wieder weg. Wie geht denn sowas? Artillery strike online.
ist noch da. Ja, er kriegt auch nicht. Target destroyed. New target acquired. Mann! Ist du gleich die Misery Epsilon Lage? Ja. Ich bin aber zu besoffen. Ich sehe wohl schon. Nur Raketen. Genau. Epsilon Misery. Ich stehe ein bisschen unmutig. Moment. Oh, Alter, du musst mal weniger saufen. Ey, es ist Wochenende. Ey, wieso geht denn das in den Berg? Na und? Gehen alle in den Berg. Ich kann nichts machen. Oder Echo, Echo, komm. Echo. Left torso destroyed. Ich bin tot. Fuck! Also, Mercurion hat die tatsächliche Papierform. Was quatscht du da? Also die Battletech-Mücher. Mercurion im Twitch-Stream hat sie in Papierform, nicht wie ich. Gekauft auf dem Kindle. Sondern er hat sie gekauft auf Papierform, die meisten. Und ich hab's schon wieder verschissen. Vier oder fünf in Papierform? Welche hast du denn da auf deinem Kindle, die Originalversion? 80. Die 80 Bücher, die gibt. Die ersten 80. Ich kann ja mal schauen, wie die alle heißen. Oh, Alter! Können wir jetzt mal besser spielen? Nee, das also, geht mit. Gute nicht Idee. Ich also, glaube, ich glaube ich nicht mehr, aber ich gebe mir Mühe. Nee, ich bin auch raus. Ich habe keine Lust mehr. Wegen mir, ne? Ja, auch so, diese permanente. Nee, komm, sag es! Dieser Druck, dieser elendige Druck. Du kannst es ruhig sagen. Ich möchte nicht immer mit dem besoffenen Slime droppen. Wieso springen das jetzt hier an? Ich denke, es ist ein Kindle. Hallo. Vielleicht will Padde jetzt bei uns mithüppen. Ja, frag den mal. Ja. Was braucht er? Weißt du, was das Schlimmste ist? Das denn. Wenn du den Kindle kaufst von der ersten Generation, das ist ja gar nicht Touchscreen. Hier. Nee. Aber mein Sony hat. Mein Sony hat. Scheiß auf deinen Sony. Der hat Touchscreen. Ich weiß nicht mal, wie der Dreck angeht. Display. Nee, 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 nee. Hallo. User joined your channel. So, ich habe ihn mal geschrieben und ihn angestupst. Mal schauen, was passiert. Wie geht denn so ein Kindle an? Scheiße hier. Nein. Ja, ich habe auch sonst keine Freunde. Wie wär's, wenn du ins Bett gehst? Ich glaube, es wird Zeit, weil ich ja auch morgen mit meinen Kindern rutschen muss. Nee, morgen musst du Alka-Seltzer nehmen. Nee. Ja? Nee, warte mal, ich krieg das Ding an. Wieso geht das nicht an? Ihr habt den Urkindle. Gibt's da irgendwie einen Geheimtrick? User left your channel. Jetzt mal ganz im Ernst. Geh an! Dann musst du noch den Nippel durch die Lösche ziehen. Weißt du was? Ich steck mal ein Powerkabel ganz nach oben. Also gleich drehen. Kommt noch Typhoon, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich glaube, ich bin nicht mehr so die beste Wahl. Ja, darauf kommt es nicht an, oder? Wenn du das meinst, okay, aber das ist mega. Gleich wieder da. Wie schreibt man dich? Mich? Slime. Nein. Achso, hab ich wieder falsch gemacht. So, wie funktioniert dieser Dreckskimbel, Mann? Jetzt habe ich schon ein Kabel reingesteckt! Ich habe hier schon drin gelesen. Was ist denn das? Ich schmeiß mich weg.
Gibt es Knöpfe, da kann man drücken, oder passiert nichts. Mercarion ist. Du bist 41? Ich bin 39. Das heißt, ich bin noch nicht 40. So, Kimble, wie gehst du nochmal an? Ich hab's vergessen, wo ist denn das hier? An den Seiten sind nur die Dinger zum Blättern, oben ist nichts, unten ist nichts. Es muss doch hier unten sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oder ist das Drecksding kaputt? Da sind meine 80 Bücher drin. Willst du mich verarschen? André. Hey, unten ist noch ein Knopf. Halt's mal kurz hoch, dann kann ich mir das mal anschauen in deinem Twitch. Hey, jetzt ist gerade was getan. Hallo? Hallo, Kimble? Kimble? Ich habe den Ausschalter gefunden. So anging, ob er nochmal angeht, weiß ich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, zu doll auf den Tisch gerade geklopft. Ah! Ey, er geht! Ich werde bekloppt. Er geht! Oh, jetzt habe ich die Seite verraten. Er geht! Nee, nee, nee. Ach Gott, man kann. Ist ja kein Touchplay. Guck, er geht! Ich bin gerade in Kapitel 27, wo gerade Grayson startete ungläubig auf den Computerbildschirm. Die Knöchel seiner Faust waren weiß vor Wut, als er die Daten studiert. Da war ich doch schon. Da hat er nicht gespeichert. Ich dreh voll durch. Okay, bin da. Auf jeden Fall für eine PDF-Datei die ganzen Bücher, ich meine original gekauft, kann man die schön lesen, vom Kindle. Gut lesen, meine ich. Auf dem Kindle. So, hat jetzt jeder einen Invite, der einen haben sollte? Nee, ich noch nicht. Zurück, komm mal hier. Welche Slime. Bücher? Ja. Was denn? Lass mal das Kindle sein und lad mal noch den einen Spieler ein. Dachi ist der Chef, ich bin der Chef. Ja, da bin ich. Achso, sorry. Und Slime, ready? Ja, klar bin ich ready. Was ist denn das für ein Buch? Willkommen, Mirko. Hä? Das Schöne ist, ne? Er hebt das für die Ewigkeit auf und dann. Also, ich habe irgendwann Bücher kommen seine Kids an, finden das im Internet und sagen: Oh, wei, oh, wei. Wie sieht das mit der Taschengelderhöhung aus? Dann weißt du, was ich dann sage? Deine Mutter. Microsoft Word Battletech 50 Packs. Cool. Es funktioniert. Nee, persönlich. Hallo. Was hat dich der Spaß gekostet, Slime? Mein Kindle? Nein, die Dateien. Wir sind jetzt ja live, also. Okay. Total 4 Euro. Verstehst du? Ja. Verstehe. Ich habe die 80 Bücher in einem Soldout von Amazon gefunden. Wie die in PDF-Dateien umgewandelt so Kindle kaufen. Wie die in PDF-Dateien umgewandelt wurden, ist mir ein Rätsel. Es gibt so Kameraaufsätze für Bücher, da kannst du seitenweise durchfotografieren. Und der merkt sich, wo ich war. Das ist super echt geil. Toll, ne? Muss kein Lesezeichen reinmachen. Nee, das ist echt geil. Das ist geil zum Kindle. Egal wie lange es her ist, ob es ein oder zwei Jahre her ist, er weiß, welche verfickte Seite du machst.
Grayson hat gerade in dieser Schlucht sich zurückgezogen im ersten Buch. Da bin ich. Echt? Hm. Ja, ich. Was durch? Ja, ich will aber trotzdem nichts hören. Das Thunderlift. Ja, genau. Und da ist er jetzt und will den. Am schönsten fand ich im Buch geschrieben, wie sie aus der Heuschrecke, so wird es ja geschrieben, den Locust, völlig nackt die Alte raussteigt. Super. Leicht, also am Anfang leicht mit dem Steifen bin ich dann eingeschlafen. Abschießen will, möchte. Ja, sie ist doch den hautengen Ding da ausgestochen, nur mit einem Slip und Tanga und wie gesagt, leicht mit dem Steifen. Nicht Slip. Ja, es war ein Slip, Mann. Leicht mit dem Steifen bin ich eingeschlafen, das war super. Was ist denn jetzt los? So. Entschuldigung. Konzentrieren wir uns kurz aufs Spiel. Sagen wir die nächsten 7 Minuten. Ja, okay. Ich kann das voll gut. All systems nominal. Ist in dem Gegnerteam zufällig ein Mercarion? So, ich will LR im Boot. Sind die anderen Jungs, die oben im Channel sitzen? Ich führe nicht mehr, das hat keinen Sinn. Ich bin nur noch LM. Du hast irgendwann geführt? Ja, geistig vielleicht. Ist egal. Soll ich mit dem LM-Boot nach oben oder? Mhm. Oh Gott, oh Scheiße, John. Wer führt denn jetzt? Ich nicht mehr, das ist vorbei. Hier führt gar niemand. Wir führen die Pucks, wir sind nur 4. Tari, Tari! Das ist eine random Bewegung. Also habe ich doch geführt bis eben. Tachi, siehst du? Dann musst du das jetzt machen. Tachi, ein bisschen, komm. Ein bisschen. Artillery Strike online. Dafür sind wir hier schon zu lang. Holt rüber in die Upper. Okay. Aber der ganze Sumpf hier bleibt ja da unten. Ja, bei der Kathedrale. Führen in einem, wenn du einen Vierer hast und du hast 2 andere 4er, ist eine andere Geschichte, aber du kannst ja ungefähr sagen, wo sie hinlatschen. Gehen bei D4. Sollen wir oben bleiben bei oder bei D4? Ich mit wir gerade ja nix. D4, D3. Ja, natürlich sind die da hinten. Die sind immer da. Also von ich will von euch nur wissen, ein sicheres Ziel, ein offenes Ziel oder sonst was. Acquired. Echo. Echo schon wieder raus. Der Charlie taugt nicht. Ja, dann spare ich mal noch Raketen auf, bis ich explodiere. Echo. Halt, den krieg ich doch vielleicht. Ich schieß gerade auf K. Ja, guck mal. New target acquired. Wieder ist genagt. New target acquired. Kommt's auch an oder steht da irgendwo drunter? Musst du wissen. Ja, bevor man Raketen ankommt, dachte ich, wäre cool, aber. Ne, steht irgendwo drunter. Wir rutschen jetzt bei D4 rein. Hotel. Hotel. Will's Hotel. Ich hab Hotel nicht. Da ist Hotel. Ja, ich hab die Hälfte nicht in Aufschaltung. Ich gehe nicht drüber. Warning, incoming missile. Achso, hier. Deraxio, die neue Map ist noch nicht online, ne. New target acquired. Artillery strike online.
New target acquired.